Hallo und herzlich willkommen auf der CMT Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Caravan, Motor und Touristik. Entdecken Sie hier Ihr Urlaubsparadies bei 2000 Ausstellern aus 100 Nationen in 9 Messehallen. Über 850 Reisemobile, Caravans, darunter 120 Neuheiten und Weltpremieren kann man hier entdecken. Die Partnerländer dieses Jahr sind Indien, Schweiz sowie Caravaning, Partnerregion Dänemark. Machen Sie nun mit uns einen Streifzug durch die Messe. Hier habe ich jetzt den Herrn Freitag stehen, der uns was über die neuen Modelle erzählen wird. Hallo Herr Freitag. Ja, hallo. Also ganz besonders nach Stuttgart mitgebracht haben wir ein neues Modell, das der Markt noch gar nicht gesehen hat. Das ist der Concorde Cruiser 791 RL, der hier im Hintergrund steht. Die Besonderheit an diesem Fahrzeug ist eine sehr geräumige Rundsitzgruppe im Heck des Fahrzeuges und der Alkoven ist eher konzipiert wie ein hochgesetztes Bett und hat dann zwei Einzelbetten, in denen man sehr komfortabel dann auch schlafen kann. Wie viele Personen ist der? Das Fahrzeug vom Grund her ist konzipiert für zwei Personen. Wir haben aber durchaus auch die Möglichkeit, zwei weitere Personen auch mitzunehmen und auch für die Schlafplätze zu finden. Okay, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, sehr gerne. Gut zu sehen hier einfach nochmal der gemütliche Eindruck der großen Rundsitzgruppe, wo ich wirklich also abends für zwei Personen komfortablen Platz finde. Von der Ausstattung her ist dieses Fahrzeug wirklich mit allem ausgestattet, was man sich vorstellen kann. Wir haben sowohl einen 24-Zoll-TV im Wohnbereich, einen 22-Zoll-TV im Schlafbereich hinterher. Beide sind so geschaltet über einen Twin-LMB der Satellitenantenne, dass getrennt voneinander auch jedwede Programme gesehen werden können. Das heißt, der Mann darf auf dem kleinen Fernseher zwischendurch natürlich auch mal Fußball schauen und die Frau kann ihre Lieblingsserie dann auch in der gemütlichen Rundsitzgruppe hier finden. Ja, herzlich willkommen in unserem Tourer 144 LE. Die Besonderheit an diesem Fahrzeug ist, dass ein vollwertiges Fahrzeug mit vollem Carthago-Qualitätsgenen und Carthago-Komfort auf nur 6,99 Meter Länge vor uns steht. Das heißt, wir haben hier große Einzelbetten auf beiden Seiten mit 2 Meter Länge und eine große vollwertige Sitzgruppe mit Seitensitzbank, eine Winkelküche und sie halten eben mit dieser Länge 6,99 Meter auch die Bedingungen für die 3,5 Tonnen Gewichtsbilanz ein. Das heißt, praxistaugliche Zuladung trotz limitiertem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. So, herzlich willkommen. Wir sind hier im Francia i840 Plus. Das ist unsere diesjährige Messeneuheit auf dem Caravansalon in Stuttgart. Die CMT ist traditionell eine Wintermesse, auf der die Kunden sich dann doch etwas ruhiger mit der Fahrzeugthematik beschäftigen können. Deshalb wollten wir hier als Messestudie ein Fahrzeug bringen, das speziell für alleinreisende Paare konzipiert ist, sodass man zum einen einen getrennten Schlafbereich hat, wo man mit einem geringen Umbauaufwand bequem schlafen kann. Und dann natürlich insbesondere diesen Lounge-Charakter, diese Rundsitzgruppe, wo man sehr große Fensterflächen hat, auch Dachfensterflächen hat,
die es natürlich ermöglichen, dann auch in der gemütlichen Abendstunde bei einer Flasche Wein mit den Platznachbarn dann gemütlich hier auch mit 4, 5 oder 6 Personen sitzen zu können.
2016 wird wieder ein schönes Jahr für uns. Wir haben eine sehr gute, positive Entwicklung im vergangenen Jahr gehabt. Wir haben Zuwächse bei den Übernachtungen, bei den Ankünften und müssen da natürlich auch immer wieder was tun, neue Angebote schaffen oder besondere Veranstaltungen. Und da fällt mir jetzt fürs Jahr 2016 beispielsweise ein, die Stadt Bad Urach ist vor 700 Jahren als Urach erstmals urkundlich erwähnt worden. Und da gibt es einen ganzen Festreigen mit unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und Bad Urach hat seine Entdeckerwelt jetzt ja neu im vergangenen Jahr eröffnet. Da wird sicher auch sehr viel los sein. Wir haben dafür auch einen kleinen Flyer gemacht. Wir werden im Frühjahr, voraussichtlich im Mai, den Weg offiziell einweihen. Es wird derzeit komplett neu ausgeschildert. Wir haben zum Thema Radfahren ja auch dann noch eine eigene Broschüre, in der auch der Gstützradweg beispielsweise drin ist. Und bei Gstützradweg fällt mir natürlich Marbach ein mit Hengstparaden oder aber auch mit den Marbach Classics, die in diesem Jahr auch wieder anstehen. Und wir haben unsere familienfreundlichen Angebote der Gemeinden Sonnenbühl-Grumadingen und der Stadt Münsingen, die da in dem Bereich auch viel tun werden. Die Stadt Münsingen wird ein Mobilitätszentrum am Bahnhof eröffnen. Dort gibt es dann unter anderem geführte E-Bike-Touren. Und so haben wir also über die ganze Region überall neue Angebote und wieder attraktive Dinge für unsere Gäste. Ob als Tagesbesucher oder Übernachtungsgäste, da ist immer wieder was Neues zu entdecken. Herrn Bürgle neben mir stehen. Er hat eine neue Internetseite, über die er uns jetzt was erzählen wird. Hallo Herr Bürgle. Hallo, guten Tag. Ja, das ist in der Tat eine neue Internetseite für eine nicht neue, aber interessante Zielgruppe für die Schwäbische Alb auch, nämlich Amerikaner. Es begann damit, dass ein Nachbar von mir, ein Amerikaner, ist und bei mir Deutschunterricht haben wollte. So habe ich überhaupt erst mal festgestellt, dass die allerwenigsten Amerikaner Deutsch verstehen können, auch vor allem nicht lesen können. Und da stellte sich das raus, dass die Amerikaner nicht den Weg finden in deutsche Restaurants vielleicht schon, aber nicht lokale Wirtschaften, weil sie sich gar nicht reintrauen, weil sie die Speisekarte schon gar nicht lesen können. Das steht da was, die haben zwar schon gehört, irgendwie größte Maultasche mit Kartoffelsalat, aber die können es gar nicht aussprechen, weil es in Amerika kein Ö gibt. So, und da wollen wir jetzt Abhilfe schaffen. Da wir übersetzen auch Speisekarten. Was heißt das jetzt auf Amerikanisch, die Maultasche? Das ist die Swabian Pocket. Das wäre also in dem Fall Roasted Swabian Pockets with Potato Salad. Tastes very good, beautiful, excellent. Das hört sich ja gut an. So, und da wollen wir einfach die Brücke schlagen zwischen auf der einen Seite der Suchenden, weil die Amerikaner machen gerne Wochenendausflüge, Weekendtrips. Und wenn man überlegt, dass allein 23.000 Amerikaner in Stuttgart und Umgebung leben, Familien sind es mit Kindern, das ist keine Fahrstunde von der Schwäbischen Alb entfernt. So, und jetzt schlagen wir die Brücke von den Amerikanern, führen die auch auf Guided Tours oder Self-Guided Tours mit dem Auto über die Schwäbische Alb und zeigen ihnen richtige Geheimtipps, Hidden Tipps, weil so ein Hirsch entapfen, den findet die im Leben nicht, weil es praktisch gar nicht auf die Speisekarte kommt. Und die kleinen, die wirklich guten alten Wirtschaften machen relativ wenig Werbung. Und wie gesagt, jetzt bringen wir die schöne Schwäbische Alb mit den Amerikanern zusammen. Wir haben ja nicht nur gute Gastronomie, wir haben ja sehr viele Highlights auf der Schwäbischen Alb, Burgen, Höhlen etc. Aber da weiß die Frau Rochner sicherlich sehr viel mehr darüber zu sagen. Ja, im Biosphärengebiet kann man eigentlich jeden Wunsch erfüllen. Also Sie können eben von Höhlen, es gibt zum Beispiel im Biosphärengebiet die einzige mit dem Boot befahrbare Höhle, die Wimsener Höhle, das ist auch die einzige in Deutschland. Die kann man zum Beispiel besichtigen. Sie können auf diesen ehemaligen Truppenübungsplatz eine geführte Wanderung oder auch eine geführte Radtour machen. Sie können unsere Informationszentren in Münsingen im alten Lager, gibt es zum Beispiel das Biosphärenzentrum, besichtigen. Auch eignet sich wunderbar auch für Kinder.
Man kann übernachten auf dem Hofgut Hopfenburg, wo Sie in Schäferwagen oder in Tippis übernachten können. Sie können den Kugelmüller besuchen und ihm dann bei seiner Arbeit zuschauen, wie er aus groben Steinbrocken, sage ich mal, herrliche Steinmurmeln macht. Also ich glaube, da findet wirklich jeder etwas. Für jeden was dabei und... Genau, ja, denke ich auch. Also groß und klein kann man da glücklich damit machen, ja. Tja, das war's auch schon von der CMT Stuttgart. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.